Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir den Bestidia-Projektoren und Dia-Betrachter im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Bestidia-Projektoren und Dia-Betrachter im Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Kaiser Phototechnik 2010 Diascope. Wenn Sie versuchen, einen kompakten Mini-Viv für Dias zu finden, könnte der Diascope Mini 3 von Kaiser für Sie von Interesse sein. Für den Betrieb wird keine Steckdose benötigt, da die Beleuchtung mit zwei 1,5V Batterien versorgt wird, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Die Handhabung ist einfach und unkompliziert und die Verarbeitung ist ebenfalls recht einfach, aber funktional. Die platzierten Dias sind um ein Element von 3 bis zu einer Größe von ca. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Kaiser Phototechnik 2015 Diascope. Der Diascope 50N ist ein Diapublikum ohne Projektor, mit dem Dias schnell angezeigt werden können. Die eingefügten Dias sind dreimal größer, damit sie auf dem Frontmonitor angezeigt werden können. Dank der Modifikationsfolie können die Folien sehr bequem geändert werden. Die Rutsche kann bis zu 40 Objektträger aufnehmen. Dies macht das Sehen sehr einfach und ein solches Publikum wird besonders für den mobilen Einsatz empfohlen. Auf Platz 3 haben wir die Light Blaster Dia-Projektoraufsatz. Der Light Blaster Dia-Projektoraufsatz ist eigentlich kein Dia-Projektor, sondern ein wirklich faszinierendes Werkzeug für Canon-Besitzer elektronischer Kameras, die eine Schwäche für einfallsreiche Bilder haben. Insbesondere ist es ein Zubehör für einen aufsteckbaren Blitz mit einer geeigneten Installation für Canon-Objektive-Adapter für Nikon angeboten. Dies ermöglicht die Verwendung von Folien als Hintergrund für Bilder, da das Thema bei Aktivierung des Blitzes auf einer Wand oder einem Bildschirm vorhergesagt wird. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Novamat Braun Dia-Projektor. Der Novamat E150 ist sicherlich kein billiger Dia-Projektor, das ist sicher. Das Gerät ist jedoch mit einer drahtlosen Infrarot-Fernbedienung und einem Infrarot-Autofokus-System gut ausgestattet. Die genaue Objektivführung funktioniert einfach und zuverlässig. Auch wenn der Infrarot-Autofokus nicht ständig einwandfrei funktioniert. Dank der Fernbedienung kann schnell geschärft werden die Verarbeitung des Lüftergekühlten. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Braun Dia-Projektor Novamat. Der E130 aus Born-Nürnberg setzte sich als bester Dia-Projektor und damit als Testsieger durch. Es ist absolut ausreichend für den persönlichen Gebrauch, hat im Test einwandfrei und einwandfrei funktioniert und verfügt über eine Folie, in die grundlegende Universal-Magazine gerade Veröffentlichungen passen. Das Modell wird von einem Lüfter gekühlt, hat einen Überhitzungsschutz. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.